Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zu einem weiteren Reinigungsvideo mit mir und heute zeige ich euch mal, wie man unter dem Stereoskop ein Bronzegegenstand, in diesem Fall ist es ein römischer Lilienschlüsselgriff, vernünftig reinigt. Ja, jetzt fangen wir erstmal dazu an, was man dazu braucht. Also ich versuche es mal so hinzubekommen. Also ihr habt da mal eine Auswahl von meinem Zahnarztbesteck, was ich so benutze. Dann verschiedene Skalpellgrößen mit verschiedenen Skalpellspitzen. Dann natürlich dürfen ein paar Wattestäbchen, also Ohrenstäbchen, nicht fehlen. Dann eine Zahnbürste, ich habe hier jetzt eine Ultraschall-Zahnbürste gewählt, eine alte aussortierte. Ja, und ja, ihr braucht ein, nach dem Ganzen vernünftiges Wachs zum Konservieren, eine kleine Mini-Bohrmaschine mit Rosshaarbürstenaufsatz. Also, ich benutze hier so einen Topfbürstenaufsatz mit Rosshaar. Ja, dann, wie gesagt, um hinterher das Objekt, weil es ja im Wasser liegt, zu trocknen und nachher für die Konservierung vorbereiten, einen kleinen Haarföhn. Ja, ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal Zebertücher oder ja einfach ein paar Papiertücher, um zu reinigen. Ja, und ihr müsst vor allem viel Geduld mitbringen, also sowas reinigt sich nicht innerhalb von 5 Minuten und ich würde sagen, macht es langsam, vorsichtig, Stück für Stück, egal wie lange es dauert, letztendlich zählt hinterher das Ergebnis und wenn es eben dann, sag ich mal, 2-3 Stunden länger dauert, als wenn man es, ich sag mal, mit der groben Kelle unter fließendem Wasser mit irgendwelchen ja, Hilfsmitteln ja, kaputt reinigt, ist ja keinem mitgeholfen. Ihr wollt ja sowas, ich sag mal, für die Nachwelt und für euch selber erhalten lassen. Also, ich zeige euch jetzt mal das Stück, da ihr seht. Das ist also bestimmt nicht einfach zu reinigen. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Das ist jetzt ein Lilienstück, also ein Liliengriff, ein römischer Liliengriff von einem Schlüssel. Den werde ich jetzt Stück für Stück frei präparieren. Ihr könnt zuschauen. Ich hoffe, dass man das aus dieser Einstellung gleich sehen wird, weil ich muss das leider mit meinem iPhone machen, weil ich habe leider, ja, ich sag mal, zu wenig Batteriekapazität für mein, ja, ich sag mal, für meine Actioncam, weil ich sag mal, wenn ich das Ganze jetzt hier laufen lasse, da komme ich mit der Akkukapazität nicht hin. Bei dem iPhone oder ich sag mal bei meinem Telefon wird es wohl funktionieren. So, jetzt werde ich erstmal mein Intro einspielen und danach sehen wir uns wieder. Da bin ich wieder, ich habe eingesteckt. So, jetzt erkläre ich euch, wie wir am besten vorgehen. Und da wir ja jetzt hier, wie ihr seht, die großen Zwischenräume noch voll Dreck haben, werden wir jetzt erstmal diesen aus den Öffnungen holen. Soweit vorreinigen. So, ich muss mir jetzt erstmal mein Stereoskop ein bisschen für mich einstellen, sonst sehe ich nichts. So weit, so gut. Und jetzt fangen wir damit an. Dazu nehme ich für die etwas größeren Löcher, sag ich mal, erstmal, ja, kann man jetzt sehen, so einen etwas breiteren, um das rauszuholen. Für die Feinarbeit nehmen wir natürlich gleich andere.
einfach. Und wie gesagt, ihr müsst vorsichtig sein, sonst bricht auch hinter die Patina und ja, da ist ja kein mit geholfen. Sag ich mal, lieber was langsamer voranschreitend arbeiten, als wie hinterher was kaputt zu haben. Man muss es hinterher durch irgendwelche Sachen ergänzen oder retuschieren, was ja keinem, sag ich mal, letztendlich dienlich ist. Ich sag mal, man ärgert sich mehr als alles andere darüber. So. Habt auch immer ein bisschen Wasser da für, ich sag mal, gleich das hier zu spülen. Ich habe hier jetzt so einen kleinen Topf. Damit werde ich das Ganze jetzt mal, ich sag mal, hier mit rausrücken, der gelöste Dreck. So. Und dann geht's weiter. Ich nehme hier so ein Tuch. Und seht immer zu, dass euer Arbeitsplatz sauber bleibt. Gut, ich bin ziemlich pingelig bei sowas. Wer mich kennt, weiß, was damit gemeint ist. Also bei mir muss es wirklich immer ordentlich aussehen, wenn ich arbeite. Genauso wie beim Suchen. So. Ich denke mal, ihr seht jetzt zu und ich werde jetzt den ersten Schnellvorlauf machen. Also ihr werdet mich jetzt nicht mehr reden hören. Also ich zeige euch gleich dann die Fortschritte. Bis gleich. So, jetzt haben wir das einigermaßen, ich sag mal, freigelegt. Also die Zwischenräume. Jetzt sind da natürlich extreme Verkrustungen noch drin. Jetzt muss ich natürlich was nehmen, was Spitzeres, wo ich jetzt die Kanten mit, ich sag mal, rausschneide, die Ecken. Dazu nehme ich jetzt ein Skalpell als allererstes mal und versuche damit, ich sag mal, die Außenräume bis kurz vor die Patina oder vor der Patina freizuschneiden. Also wie gesagt, seid vorsichtig bei solchen Arbeiten, dass er nicht die Patina zerstört. So, und jetzt gehe ich wieder in den Schnellvorlauf. Ihr schaut zu und seht es ja. Ich war kurz zurück mit dem Zwischenstand. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich habe jetzt zwei Lücken ausgereinigt. Das ist einmal diese hier und die mittlere. Die oberste muss ich noch. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer das ist. Also ich kann es mal so zeigen. Also es ist kein glatter Guss. Also jetzt sind viele Lunkerspuren drin, also einer, der aus Metallbereich ist, der weiß, was Lunkerspuren ist. So ein Schlüsselgriff wird gegossen und das sind Lufteinschlüsse mit Dreck und diese sind uneben und porig. Und daraus den Dreck rauszuholen, ohne dass man was kaputt macht, ist unwahrscheinlich schwierig. Also ich habe da schon ja, sämtliche Haken und alles, aber es geht schleppend voran. Also wie gesagt, ich mache jetzt hier weiter und werde euch gleich, wenn ich alle Lücken fertig habe, wieder mit dazu holen und dann fangen wir von oben an. Also ich mache mal erst jetzt, sage ich mal, für mich jetzt das Schwierige zuvor und danach kommt, oder ich sag mal, die Detailarbeit hinter zum Schluss. Ihr seid dann wieder mit dabei. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt haben wir die Zwischenräume gereinigt. Soweit alles freigelegt. So, und jetzt kommt natürlich die Arbeit hier oben, das Flache hier
am Griff selber unten gucken, dass wir auch so weit, weil das ist ja hier bei diesem Stück, glaube ich zumindest, ich kann das jetzt nicht sehen, das ist noch zu dreckig, ob hier mal ein Eisenschlüssel drin war oder ob das ein Bronzeschlüssel, aber ich meine zu 90% ist es ein Eisenschlüssel. Und dann legen wir das alles frei. So, ihr seid jetzt wieder mit dabei. Ich nehme euch wieder mit runter. Hinter wird es wieder im Schnellvorlauf sein. Und ich werde auch ab und an mal wieder aussetzen, sonst bekomme ich das nicht alles drauf. Ich hoffe, ihr seid gut im Bild. Hier, ich habe ja hier, wir gucken ja an die andere Seite, das weiß. Okay, dann fangen wir jetzt mal an. Ihr guckt zu. Vor allem lasst euch wirklich Zeit. Kauft vernünftiges Werkzeug, auch ein vernünftiges Stereoskop. Also das ist hier ein russisches Uhrmacher-Stereoskop. Hier habe ich die Aufsätze, ich werde ja immer gefragt, 8x23 in der Stufe 2. Und für mich ist das optimal zum Arbeiten. So, wie gesagt, jetzt nehme ich wieder das Skalpell. Wie gesagt, vorsichtig und schabe jetzt ganz vorsichtig die oberste Schicht ab und hinterher so die Zwischenräume, die Lücken, die werde ich natürlich dann wieder mit meinem Zahnarztbesteck reinigen. Aber erstmal fangen wir an. Wie gesagt, ganz vorsichtig und macht keinen zu steilen Winkel, also ganz flach drüber schaben, so wie ich das jetzt mache. Ich hoffe, man sieht das gut im Bild. Aber man sieht da die Patina kommen, dann müsste auch schon aufhören. Ja, also wie gesagt, ganz vorsichtig, lieber ein paar Mal. Darum, ich sage ja, sowas ist nicht von jetzt auf gleich zu restaurieren. Ne? Sowas benötigt Zeit und die müsst ihr eben mitbringen. Habt ihr keine Zeit, dann gibt es das. Also zu 90% ist das alles dann hinter Müll. Und ihr müsst auch gucken, ja gut, ich darf es, ich weiß nicht, wie ihr das dürft hinterher. Also ich mache meine Funde vor der Fundabgabe immer sauber und präpariere die so, dass sie vernünftig abgegeben werden können. Das wollen eigentlich normal nicht die Arschlungen. Ich habe das Glück, dass ich es darf. Vom Amt aus her, weil ich auch ordentlich restauriere. Also verlasst euch darauf. Ihr müsst Zeit mitbringen. So, jetzt muss ich mich aber auch konzentrieren, so dass viele rum erzählen währenddessen. Ist kontraproduktiv. Und besonders wenn man wirklich selber aufpassen muss. Also ich will ja selber nichts kaputt machen. Und wie gesagt, immer zwischendurch reinigen. So, und viele sagen, ja, kein Wasser. Also ihr könnt mir glauben, ihr könnt jeden Pfund in das Wasser legen, außer wenn die Patina eine Schmierpatina ist oder eine Bröselpatina. Weil ihr müsst ja vorstellen, ihr findet das ja in der Erde. Und wenn so ein Pfund wie der hier knappe 2000 Jahre im Boden gelegen hat, oder ich sage jetzt mal wegen mir, nur eben 1800 Jahre, dann könnt ihr euch vorstellen, wie oft der nass geworden ist. Dann macht das wohl nichts aus, wenn er den mal in eurem Behälter zu Hause im Wasser einlegt. Was ihr auf jeden Fall aufpassen müsst, ist natürlich, wenn ihr irgendwelche Experimente damit machen wollt, wenn da so Leute euch sagen, ey, du da Zitronensäure dran oder was weiß ich, ich möchte jetzt keinem zu nahe treten oder irgendwelche Stifte benutzen. Wie gesagt, man kann das machen für die Zwischenräume, kann man hinterher auch so einen Reinigungsstift benutzen, um das Ganze zu glätten. Aber auch, wie gesagt, da bitte mit Vorsicht. Alles andere macht das Objekt kaputt. Und jetzt zum Beispiel, weil ich ganz vorsichtig darüber, ich sag mal, abreibe, kann ich jetzt schon sehen, dass dieser Schlüssel oder Schlüsselgriff ja eine leichte oder ich sag mal jetzt noch nachweisliche Verzinnung hat. Also der war mal silbern, komplett versilbert. Man redet zwar immer von Silber, ist aber eine Verzinnung, die oben drauf stattgefunden hat. Das ist wie soll ich jetzt sagen, wie Arsenbronze. Dadurch ist auch hier die Patina nicht so dick, sondern relativ dünn, weil die Arsenbronze praktischerweise oben
Ja, das ganze Geschütz hat den Schlüssel. Also ist eine ganz dünne Patina drauf. Die Arsenbronze ist durch die Jahre abgegangen, durch die Umwelteinflüsse. Aber man sieht unterm Stereoskop ganz schön noch, dass er flächend, deckend, sage ich jetzt mal so, in Anführungsstriche, eine Silberauflage, also beispielsweise so eine Verzinnung aufweist. Und wie gesagt, ihr seht ja, wie ich da mit dem Skalpell umgehe. Gut, ich habe auch ein bisschen mehr Erfahrung als wie viele andere auch. Leicht. Ihr müsst das wirklich in den Fingern spüren. Also wenn ihr merkt, dass irgendwo ein Widerstand herrscht, dann ganz vorsichtig. So, ihr könnt nach vorne hinschaben, ihr könnt auch nach hinten hinschaben. So, was für euch besser ist. Ich wende beide Methoden an. Einmal nach vorne, einmal nach hinten, um zu gucken, ob ich jetzt wirklich alles getroffen habe. Ja, also wie ihr sagt, das müsst ihr für euch selbst entscheiden, wie ihr das macht. Und wie ihr sagt, immer vorsichtig damit. So, jetzt muss ich erstmal gucken. So, hier waren wir. Also hier müssen wir weitermachen. Und wenn ihr jetzt mal so seht, ich hoffe, ihr könnt, ja, aber da könnt ihr mal sehen, was da für ein Dreck runterkommt, wenn er das so abschabt. Ja, wie ihr sagt, immer vorsichtig, ganz locker. Und hinterher, wenn das ja richtig vernünftig restauriert ist oder gereinigt ist, wie ihr sagt, dann ist man ja auch selber stolz auf seine Arbeit. Also ich hoffe, dass ihr auch so denkt wie ich. Also ich bin immer sehr, ja, ich sag mal, es ist ein wohlwollendes Gefühl hinterher, wenn man sagt so, boah, hast du mal wieder ein Teil, was so viele Jahrhunderte oder Jahrtausende im Boden war, wieder hergerichtet für die Nachwelt. Erstmal für mich natürlich, später mal für die Nachwelt, für andere oder vielmehr für meine Tochter. Die wird hinterher meine ganzen Funde erben. Ja, aber dann sind die Sachen, ich sag mal, ansehnlich gemacht worden. Also man muss das hier nicht machen. Also man kann auch die Sachen, sage ich mal, so belassen, wie man so findet. Nur dann sage ich euch, irgendwann gehen sie kaputt. Sie müssen vernünftig gereinigt werden. Und natürlich dann auch vernünftig konserviert werden. Das ist natürlich so, weil die Sachen sind ja keine neuen Sachen, sondern alte Sachen. Und wenn man die nicht schützt, ja, gehen sie kaputt. Und vor allem, ihr wollt sie ja in eine Vitrine legen. Wichtig ist da auch wieder zu beachten, legt solche Sachen, ich sag mal Eisen zum Beispiel, nie auf Glas direkt auf. Warum? Weil Glas wie eine Kältebrücke ist. Also Glas ist so, im Sommer wird es warm, im Winter wird es kalt und dadurch kann sich, ich sag jetzt mal blöd gesprochen, Feuchtigkeit absetzen auf das Objekt. Und wenn ihr Eisen habt, muss ich euch ja nicht erzählen, Wasser und Eisen ist keine gute Kombi. Dann fängt das an zu schwitzen an, das Eisen auf dem Ganzen, und es fängt an zu rosten an. Auch im Sommer, wenn ihr meint, das ist ja schön trocken und ist die Sonne, und gerade dann, das Eisen ist kalt, Glas heizt sich auf und dann gibt es dann solche, wie Kältebrücken, aber das ist ja im Sommer keine Kältebrücke, sondern es wird feucht obendrauf. So, wie gesagt, immer vorsichtig arbeiten, dann ist das A und O an sowas. Denkt immer an die Kanten hier, an diese hier, dass er da nicht so drüber geht, das ist wie beim Autopolieren. Die Kanten müssen extrem vorsichtig gereinigt werden, sonst brechen sie aus. Sondern mal gucken, ob man das vielleicht im Bild sieht. Nee, schade. Also, ich weiß nicht, ob man dazu sehen kann. Ich halte mal die Hand davon oder so. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Die Versilberung. Also, ist leicht. Ja, ich sag mal, eine leichte Verzinnung noch drauf zu erkennen. Und wie gesagt, haltet euren Arbeitsplatz sauber. Und wie gesagt, besorgt euch vernünftiges Werkzeug. Das ist das A und O.
Also solche Zahnarztbestecke, entweder habt ihr einen guten Bekannten, der Zahnarzt ist und von dem ihr das kriegen könnt, oder ihr geht selber mal zum Zahnarzt. Ihr müsst ja sowieso einmal im Jahr, sag mal, für Zahnscheideentfernung und Vorsorgeuntersuchung an den Zähnen machen zu lassen. Vielleicht könnt ihr dann mal mit eurem Zahnarzt sprechen, ob ihr altes Besteck da habt. Ansonsten bei eBay gucken, bei eBay Kleinanzeigen. Oder auf jedem Flohmarkt, also ich habe viel vom Flohmarkt. Ich habe natürlich einen ganzen Schwung von guten Bekannten jetzt bekommen gehabt, von einem Zahnarzt und auch von einer Zahnärztin. Und wie gesagt, sowas ist wichtig. Oder von einem guten Freund auch, ich sag jetzt mal hier die Skapelle. Die bekommt er aber auch in der Apotheke, die Einwegskapelle hier, glaube ich. Wie gesagt, sowas braucht er all. Dann müsst ihr euch das ein bisschen umarbeiten. Dann besorgt ihr euch noch ein paar Schleifpapierbögen bis hin zum 3000er zum Abziehen. Dann könnt ihr das auch immer wieder mal schärfen. So mache ich das auch. So, und Zahnarztbesteck, das schleife ich mir um. Das heißt komplett um vorne. Da mache ich mir so ähnliche Spitzen, ich sag mal so wie ein Skalpell, scharf auf einer Seite. Wenn ich jetzt Zwischenräume habe, wo ich jetzt mit einem großen Skalpell nicht zwischenkomme, dann kann ich mit dem Zahnarztbesteck rausschneiden. Aber wie gesagt, das ist eben, sag ich mal, wenn man jahrelang das macht, dann weiß man, was man braucht. Und deswegen sage ich, ich weiß ja, was ich brauche, und das kann ich euch sagen, was ihr euch besorgen müsst. Hier ist zum Beispiel, muss ich ganz vorsichtig sein, hier, ja, ich weiß nicht, ob man das im Bild sieht, hier ist ein Stück aus der Bronze von oben rausgebrochen, also nicht bei der Fundbergung, sondern schon im Boden, oder wie der Schlüssel verloren gegangen ist, war da schon eine Beschädigung drauf. Die ist ziemlich weich. Hier genauso. Hier muss man wirklich ganz vorsichtig agieren. Aber ich werde jetzt erstmal, sag mal, flach vorarbeiten und dann wieder ins Detail gehen. So. Jetzt werde ich wieder auf Schnellvorlauf machen. Ihr könnt zugucken. Ich lasse jetzt ein bisschen laufen und nachher setze ich wieder ab, sage ich euch Bescheid, und dann Stück für Stück. Weil es bringt ja nichts, wenn er jetzt 3 Stunden oder wie lange das dauert hier, wenn ich die Seiten mache. Ich sag mal, euch das Ganze anguckt, wie ich hier arbeite. Na? Also bis gleich. Ich könnte das jetzt sehen, vielleicht. Die leichte Versilberung, jetzt habe ich oben schon einen Teil ab. So, jetzt werde ich das Ganze wieder auf Stopp stellen und hole euch bei dem nächsten Fortschritt dazu. Und dann gehen wir Stück für Stück, bis der Schlüssel komplett fertig ist, bis zur Konservierung. Nehme ich euch immer wieder mal mit dazu. Also, bis gleich. So, hier bin ich mal wieder. Kurzer Zwischenstand, und ich nehme euch jetzt wieder auch für ein paar Minuten mit dazu. Die vorderen und die hintere Seite flach. Also nur jetzt das Stück hier und das ist fertig. Und eine Seite hiervon. Und jetzt nehme ich euch mit dazu, mit zu der Seite. Jetzt könnt ihr aber schon mal den Unterschied sehen. Wie verkrustet das ist, vorher sieht man das ja nicht. Und wie schön das raus präpariert ist jetzt. Ihr seht da die dreckige Seite noch da so, und hier schon bis zu der Spitze frei. Die Spitze ist noch nicht frei, aber jetzt nehme ich euch erstmal mit dazu, um das zu machen. Jetzt muss ich aber das hier wieder wegnehmen, weil ich muss hier eine Unterlage mehr drunter legen. So ein nasses, Tuch, Zewa-Tuch. Ihr seid jetzt mit dabei. Ich hoffe, dass ihr das wieder gut sehen könnt. Anders geht es leider nicht. Und jetzt fangen wir mal wieder an. Ich erzähle euch wieder ein bisschen, und nachher geht das wieder in den Schnellvorlauf. Also so, dass ihr überall mal was seht, bis das hinterher fertig ist. Immer
mit Pausen dazwischen aussetzen, weil sonst dauert das zu lange. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie lange ich jetzt hier schon dran sitze. Also fangen wir jetzt hier weiter an. Also guckt zu. Ich erkläre euch das. So, jetzt hier bei den Seiten ist natürlich drauf zu achten. Ihr müsst jetzt natürlich gucken. Ihr habt ja jetzt hier, ich zeige das mal so, hier die Rundung nach außen hin und die andere nach außen hin. Jetzt müsst ihr natürlich mit dem Skalpell aufpassen, weil wenn ihr zu viel schabt, habt ihr hinter die Rundung weggeschabt. Dann ist das zu spitzkantig und dann brechen die Seiten aus. Also müsst ihr jetzt ziemlich vorsichtig arbeiten. Ich sag mal, bei so einem Objekt, dass die Kanten nicht ausbrechen. Also wie ihr sagt, immer Stück für Stück. So, das ist jetzt natürlich der Vorführeffekt. Mein Skalpell ist jetzt ein bisschen stumpf, weil ich ja die ganze Zeit gearbeitet habe. Ich ziehe das jetzt mal hier, so dass ihr seht, auf so einem Teil ab. Das ist, glaube ich, ein 3000er Schmörgel. Nassschmörgel. Natürlich, die japanischen Schleifsteine sind noch besser, aber sowas habe ich jetzt leider nicht hier liegen. Ich nehme hier so einen Nassschmörgel, weil ich auch zum Auto säubern nehme. Wenn ich jetzt irgendwo leichte Kratzer habe, die schleife ich raus und poliere sie dann raus. So. Okay, jetzt geht's los. Ja, das ist schon mit jeder Menge Arbeit verbunden. Also mal eben in 2 Stunden so was reinigen. Also man kann es, nur danach sieht es auch so aus. Also sowas gehen schon ein paar Stunden drauf. Dementsprechend, wenn man Routine hat, so wie ich, da können wir auch mit 8 bis 12 Stunden rechnen. Je nach Verschmutzung oder ich sag mal Verkrustung, ist ja eine Verkrustung, der anhaftende Dreck, der drauf ist. Also man muss da schon wirklich Zeit für haben und auch, ich sag mal, die Muße dazu haben, dass man das langsam ohne Eile macht. Ja, also wie gesagt, immer langsam, ab und zu mal die Zahnbürste nehmen, das Lose weg, um zu sehen, wie weit man schon ist mit dem Skalpell und dann weiter. Ja, sonst habt ihr hinterher wirklich zu viel runtergenommen und das wollen wir ja nicht. Ihr müsst ja auch dran denken, so eine Verzinnung, die hier drauf ist, die ist ja nicht, ich sag mal, Millimeter dick. Also da müsst ihr schon so aufpassen, dass ihr die nicht runterschabt. Sonst könnt ihr das nämlich auch Dreck vergessen. Dann ist sie nämlich Dreck weg und das war dann für die Verzinnung. Ja. Ich hoffe, nachher werde ich auch noch ein Foto machen davon. Und ich glaube, über ein Bild kann man das vielleicht besser sehen, die Verzinnung. Also die ist schon noch überall gegeben, nur leicht. Also ich sag mal, wie gesprenkelt. Ne? Also das ist schon jetzt keine dicke Verzinnung mehr, weil wenn sie dick wäre, dann wäre es ja richtig massiv silberfarben. Ne? Aber das ist sie leider nicht mehr. So. Wie gesagt, ich habe hier so eine Ultraschall-Zahnbürste, das ist gar nicht mal so schlecht. Nur jetzt werden wieder viele Fragen hinterstellen, warum legst du das nicht im Ultraschallbecken? Nein, macht sowas nicht. Hier habe ich die Kontrolle mit der Bürste, weil ich habe hier kaum Druck drauf. Und Ultraschallbecken, da sprengt er die Patina runter mit. Also wie gesagt, es ist schon ein Unterschied zwischen der Zahnbürste und dem Ultraschallbecken. Also niemals Bronze, die eine Patina hat, oder Kupfer, die eine Patina hat, in das Ultraschallbecken oder ganz alte Sachen, das ist eben halt, die können brechen. Eine Silbermünze, okay, komm, die kann man mal reintun, aber das würde ich auch noch nicht mehr machen. Obwohl ich habe selber ein Ultraschallbecken hier, ich weiß damit umzugehen. Wie gesagt, das ist schon ein Unterschied, wenn man etwas weiß und sag ich mal, und wenn man nichts weiß, sag ich mal, und nur einfach, sag mal, wenn man das gehört hat, dann nachmacht. Ich würde immer, wenn ihr sowas habt, ein Ultraschallbecken, nimmt die Granatführungsringe oder ein paar alte Patronenhülsen, übt daran, so habe ich damals auch angefangen, alte Knöpfe genommen, die frei präpariert. Ja, also da sind auch nicht nur Muster drauf, wenn ihr Glück habt, habt ihr auch eine Schrift drumherum.
Und wie gesagt, da können wir dann lernen, die frei zu präparieren. Und ich werde ja auch meistens gefragt oder oft gefragt, benutzt du diese Reinigungsstifte? Ja, in gewissen Fällen, aber ich mache es immer selber. Oder ich habe natürlich auch welche, aber ich mache es immer eigentlich selber. So, und das mache ich mit einer 00er Stahlwolle. Aber ich gehe nicht an Münzen dran. Warum? Ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr habt jetzt eine Schrift, ein Porträt und ihr reibt darüber. Eine Münze ist meistens geschlagen und durch das Schlagen habt ihr scharfe Kanten. Jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ihr mit so den Reinigungsstiften darüber geht, was dann passiert. Die scharfen Kanten der Schrift und des Porträts und egal, alle, ich sag mal, Feinheiten an der Münze, die schleift ihr damit und das heißt, ihr habt da keine Kanten mehr stehen. Das Bild ist prascherweise wie verschwommen, blass, also flach. Und deswegen sollte man auch dort, wenn man was vernünftig machen will, mit dem Skalpell oder mit Zahnarztbesteck arbeiten und nämlich genau an den Kanten entlang fahren, um die Schrift wieder, ja, ich sag jetzt mal, die Buchstaben an sich auszuschneiden oder das Porträt desjenigen oder ich sag mal, die Darstellung, die auf der Münze ist. Ist natürlich mit sehr viel Arbeit verbunden, aber ich kann euch sagen, dementsprechend, was er für Münzen hat, lohnt es sich. Und so macht er nichts verkehrt. Also, wie ihr sagt, man kann alles dahin fuschen. Ich nenne das mal so. Viele sahen ja Wunders, wenn sie dann ihre Sachen irgendwo zeigen, wie toll das hier reinigt ist. Ja, wie gesagt, ich werde auch mich nicht mehr irgendwo zu äußern, außer fragt man mich dazu. Aber wie gesagt, lasst das. Genauso wie wenn er Silber reinigt. Klar kann man das mit Ascorbinsäure machen, man kann es mit Essig machen, man kann so vieles machen. Man kann es auch mit Natron machen, dass man es abreibt. Aber genau das passiert nämlich dann auch, wenn er Natron nimmt. Nämlich dann reibt er nämlich die Schrift rund zum einen und ihr macht euch Kratzer rein. Geht ja auch keiner von euch hin und schmuggelt das Auto ab, in dem Sinne ab, um das Auto sauber zu machen. Ne? Also, wenn er Kratzer drin hat, ja, okay, das macht man dann und poliert es danach. Dat. Man hat ja da auch da ganz andere Möglichkeiten. Aber ich sage jetzt mal, ist ein blöder Vergleich, aber um euch das mal darzustellen, geht keiner hin und wie gesagt, schmuggelt jedes Mal sein Auto ab, wenn er auch was Dreck dran hat. Also, dafür nimmt man dann Spezialreinigungsmittel und wie gesagt, ein bisschen Zeit, ein Polierlappen vielleicht. Politur und arbeitet dann Stück für Stück. Oder wenn man die Ecken sauber macht, dann nimmt man sich eine Zahnbürste, so wie ich es auch mache. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein anderes Thema. Wir sind ja jetzt hier beim Restaurieren. Und wie gesagt, ihr seht ja, wie ich hier arbeite, Stück für Stück. Ich lasse mir Zeit, mache hier keine Hektik. Und wenn das jetzt 2, 3 Stunden länger dauert, dann ist es eben halt so. Aber dann ist es fertig. So. Ich werde jetzt wieder den Mund halten. Ihr guckt zu, wie das Ganze läuft. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt, wie ich hier arbeite. Und wie gesagt, nachher setze ich wieder aus und hole euch dann wieder dazu, wenn wieder ein großer Fortschritt ist. Weil es bringt ja euch nichts, wenn ihr jetzt hier stundenlang zuguckt, wenn ich hier auf einer Stelle mit dem Skalpell oder mit dem Zahnarztbesteck, sag ich mal, auf einer Stelle rumreibe oder hier mit der Zahnbürste. Ja. Wie gesagt, also in der Tat, ich benutze die auch immer, um den losen Schmutz schon mal runter, um zu sehen, wo ich bin, wie weit ich noch arbeiten muss und um auch die Verzinnung nicht runterzuwollen. Die soll ja erhalten bleiben. Alles klar, dann bis nachher. Jetzt noch mal mit ja, so einer Nadel, die ist extrem hart, ein bisschen rau an der Seite
gehe dann ganz leicht hier über die ganze Fläche mal drüber. Durch die Schneide sind ja ein paar, ja, ich sag mal, wie so Zacken drin, die sieht man kaum. Aber hiermit macht er die wieder flach, rund in dem Sinne. Ihr nehmt die Kanten weg. Ja? Damit ist das dann, sag ich mal, ein bisschen angepasst wieder. Und die Kanten hier, die Rundungen an den Ecken, könnt ihr damit auch schön weich rund machen wieder. Ja? Jetzt seht ihr, wie ich das mache, ohne viel Druck. Damit habt ihr das dann weggemacht. Umdrehen, dass ihr das so von jeder Ecke habt. Ihr hört das ja jetzt, wie sich das anhört, wenn er da drüber geht. Ist wie so ein leichtes Schleifen, obwohl es kein Schleifen ist. Ihr brecht also praktischerweise nur die Kanten damit. So, ich nehme euch nachher wieder mit dazu. Ich mache das jetzt wieder auf Pause. Bis nachher. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt einmal die Handhabe rundherum mit dem Pin oben gereinigt, außer jetzt das untere Teil. Jetzt könnt ihr schon mal vorab sehen, was das für eine Arbeit war. Alles frei. Schön glatt, ja, also hinterher für das Konservieren, dass das optimal ist. Und jetzt seht ihr mal, was da noch für ein Dreck dran ist. Also das hat jetzt schon ein paar Stunden gedauert. Ich glaube, ich sitze hier schon seit 7 oder 8 Stunden hier. Ich muss mal gleich auf die Uhr gucken. Das kriegt ihr ja gern so mit, weil ich euch ja immer nur dazu hole. So, jetzt nehme ich euch wieder mit für einen Teil von dem unteren. So, jetzt muss ich mir gerade wieder ein bisschen hier auf und seht immer zu, dass ihr euren Arbeitsplatz sauber haltet. Das mache ich auch immer zwischendurch mal, dass das sauber ist. So, jetzt kann ich wieder das Schwarze nehmen, dann könnt ihr vielleicht besser gucken oder besser sehen. So, jetzt nehmen wir wieder das Skalpell. Wir schärfen das ein wenig. So, und jetzt fangen wir an. Ihr seid mit dabei, wir fangen hier unten an. So, jetzt muss ich erstmal einstellen wieder. So, wir werden jetzt hier die Rillen, das ist mit sehr vielen Rillen. Jetzt hoffen wir, dass da keine zu starke Eisenablagerung drauf ist, weil die kriegt man wirklich extrem schwer runter, weil die extrem mit der Bronze, ja, verbacken ist. Aber ich versuche alles Mögliche, um eben auch die Verzinnung zu erhalten. Also der Schlüsselgriff, der war schon was Besonderes für den Besitzer, sonst wäre er nicht, ja, ich sag mal, verzinnt worden. Ich kann euch hinterher mal, wenn das Video am Ende ist, wenn ich den hier konserviert habe, mal einen einfachen, aber auf jeden Fall keinen verzinnten mal daneben legen. Sauber. Immer Stück für Stück sauber machen, sonst seht ihr dahinter nicht, wo er mit dem Skalpell schabt. Ja, das ist nämlich wichtig, sonst macht er nämlich hinter alles kaputt. Schneidet da euch Kanten rein und ihr ärgert euch zu Tode. So wird es nur schwer wieder, ja, ich sag mal, beizuarbeiten.
immer gucken, so wie ihr am besten arbeiten könnt. Entweder zieht er das auf euch zu oder ihr arbeitet von euch weg. So, gleich gehen wir wieder in den Schnellvorlaufmodus. Das Video viel zu lang. Das ist, glaube ich, jetzt schon viel zu lang. Kommt ja noch die Konservierung dazu. Also wie gesagt, ich mache jetzt mal den Schnellvorspul oder den Schnellvorlauf für euch. Also ihr seht das jetzt nachher im Zeitraffer. Also bis nachher. So, ich hole euch nachher wieder dazu. Ich mache jetzt erstmal wieder Stopp. Sonst sind ja meine, ja, mein Datenvolumen, wollte ich schon gerade sagen, mein Speicher voll. Also bis gleich. So, ich melde mich zurück. Jetzt habe ich fast 12 Stunden an einem Stück durchgearbeitet. Ich habe dermaßen starke Kopfschmerzen, weil ich darunter die ganze Zeit war. Also hier seht ihr das fertig gereinigte Objekt. Ich habe auch so ja das Eisen hier raus und die Eisenanhaftung so weit wie es ging runtergekriegt. Also der ist jetzt picobello sauber. Ich werde den jetzt bis morgen trocknen lassen und ja, weil ich keinen Kopf mehr habe, und morgen werde ich dann mit euch zusammen die Versiegelung machen. Also ich kann heute nichts mehr machen, ich bin platt. So, wie gesagt, ich melde mich morgen wieder. Das ist jetzt der Zwischenstand. Wie gesagt, seht ihr mal, für so ein kleines Teil, wie lange das dauert. Okay, dann bis morgen. So, guten Morgen, Leute. Ja, ich bin jetzt wieder im Keller. Ich hatte gestern fast 12 Stunden durchrestauriert oder gereinigt. Also ich kann euch sagen, wie ich dann oben war. Also mir ist der Kopf beinahe zersprungen. Also so lange sollte man, also ich rate jetzt keinem, so lange durchzurestaurieren. Aber da könnt ihr ja mal sehen, 12 Stunden, fast 12 Stunden an einem Stück, wie lange das wirklich dauert, wie viel Tage ihr dran sitzt, wenn ihr das vernünftig machen wollt. Also wir haben jetzt, also nicht, dass er meint, dass ich das euch erzähle, das ist eine Funkuhr. 7.22 Uhr. Ich bin heute ein bisschen früher in den Keller gegangen, weil ich noch etwas zu tun habe. Aber ich wollte mit euch ja den Schlüssel zu Ende machen, also konservieren. So, jetzt habe ich den nochmal über Nacht im Wasser einliegen gehabt. Also, könnt ihr jetzt auch sehen, ich hole ihn jetzt mal raus. So, jetzt werden wir den erstmal trocknen. Also wir werden ihn grob abtrocknen. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal ein Tuch, ein fusselfreies. So, erstmal vortrocknen und danach nehmen wir den Föhn zur Hilfe. Alles gut ausblasen, dass also wirklich keine Restfeuchtigkeit, obwohl es würde im Kern garantiert noch was sein. Also, da kann ich mich jetzt nicht von freisprechen, aber wir machen den jetzt erstmal zu Ende, so dass ihr seht, was das ist. Und hinter zum Schluss werde ich auch noch ein paar Bilder ans Video anhängen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich fragen, könnt ihr die Fragen unter das Video stellen. So. Muss mal grob abtrocknen. Ich tue mal ein bisschen runter, dann könnt ihr das ja alle sehen. Ich muss ja, wie heißt das, ein bisschen mit der Kamera hier oder vielmehr mit dem Telefon um hier. So. Jetzt werden wir den trocknen. Thank you.
jetzt pinseln wir ihn ein. So ein bisschen dicker. Den Überschuss können wir hinterher abnehmen. Aber jetzt kommt es erstmal darauf an, dass er, wenn ihr seht, wie schön das Wachs da drauf zerfließt, schön in die Zwischenräume rein. Schön hier in das Loch rein, wo der Eisenkern war, richtig schön dick drauf. Einmal um den Schlüssel richtig rum, richtig satt. Überschuss können wir hinterher abnehmen. Schön einmassieren in das Material oder in die Patina, so dass wirklich überall was ist. Dann lassen wir es antrocknen und zum Schluss polieren wir das. Lege ich das Ärmel drauf, so wie ich das jetzt mache, hier auf den vernünftigen Untergrund. Jetzt nehmen wir nochmal den Föhn. Zur Hilfe machen wir es nochmal gleichmäßig warm. So zieht das schön in die Poren ein. Dann lassen wir es trocknen und polieren es dann hinterher. Und dann ist der Schlüsselgriff fertig. So, lassen wir ihn trocknen. So, das Ganze werden wir jetzt im Zeitraffer gleich vorlaufen lassen, weil der muss ja eine Zeit trocknen ich mache jetzt nochmal Pause, weil ich schneide das ja hinter zum Ende zusammen. Beim Polieren seid ihr wieder mit dabei. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe es jetzt ein bisschen antrocknen lassen, also lastet wirklich gut. Eine Stunde zwei. Ich habe jetzt wirklich nur ein paar Minuten antrocknen lassen. Das kann ich ja hinterher mal drüber gehen, sonst, wie gesagt, sonst
dauert das ganze Video zu lang. So, ich tue jetzt runter, wieder so, dass ihr das sehen könnt. Hier ist mein Selbstbaudremel mit einer Pferdehaarbürste, Topfbürste. Solche Sachen bekommt ihr bei eBay. Guckt mal bei eBay unter Tierhaarbürsten. Da kriegt ihr sowas. Das ist ein Topfbürstenaufsatz. Die gibt es natürlich auch ja, als Spitzaufsatz. Also, ja, ich sag mal, wie so ein Pinselaufsatz und ja, wie ein ja, Kreisaufsatz, wie auch immer, wie man die benennen mag. Ja, ich nehme gerne die Topfbürste und wie gesagt, jetzt polieren wir das mal ganz kurz ab. Ihr seht ja schon, es ist ja bei mir nichts Weißliches, das kommt dadurch, weil ich auch immer den Föhn dazu benutze. Drückt nicht so auf die Oberfläche auf, als wenn ihr das abfräsen wollt. Einfach ganz leicht, also wirklich so, guck doch mal, wenn ich hier auf dem Handschuh gehe, da seht ihr ja selber, dass ich da kaum Druck drauf verwende, sonst wird der Handschuh auseinanderfetzen, ja. Schön die Rillen, in die Rillen rein, so dass ein leichter Glanz, es soll ja nicht glänzen, als wenn er lackiert hat, ne? Also es soll nur ein leichter Glanz, so ein Seidenmatt, sag ich mal, entstehen. Achtet drauf, dass er noch so mit den Metallteilen rankommt, sonst habt ihr euch auch die Patina kaputt gehauen. Ohne viel Druck. Fangt von unten an, so wie ich. Und arbeitet euch dann hoch. Immer Stück für Stück schön die Kanten machen. Schön auspolieren. Ja, das war gestern schon ein Kampf hier mit der Roststelle unten, dass man hier nichts abbricht. Also es war kein kompletter Bronzeschlüssel, sondern so wie mein Schlüssel, den ich euch oben zeige, mit einem Eisensteg und mit einem Eisenbart dran. Und das ist natürlich wichtig, dass das so weitgehend komplett von der Bronze runtergeholt wird, sonst fängt der Schlüssel hinter unten an, sag mal, die Bronze komplett zu zersetzen. So. Ich sehe da mal einen Zwischenstand davon. Ich hoffe, dass man das sieht. So, wie schön das ist, so ein Seidenmattglanz ist das, aber ihr seht das vielleicht besser auf dem Foto. So, ich werde jetzt hier weiter das polieren und werde den jetzt auf Schnellvorlauf machen. Und wenn er fertig ist, zeige ich ihn euch. Okay, dann bis gleich. So. Da bin ich wieder. So, der Schlüssel ist fertig. Oder vielmehr der Schlüsselgriff ist fertig. Ich habe ihn jetzt poliert. Ich hoffe, dass man das so gut sehen kann. Ich werde hinterher noch ein paar Bilder einsetzen zum Schluss. Also guckt das Video bis zum Schluss. Jetzt lasse ich ihn noch mal trocknen und mache nachher die Bilder. Ich hoffe, dass euch solche Videos gefallen oder zumindest die Erklärung dabei. So habt ihr wenigstens einfacher, sag ich mal, wenn er es selber macht. Also ich musste mir zur damaligen Zeit alles selber beibringen. Ich musste mir alles erlesen. Das ist ja schon beinahe wie im Steinzeitalter. Also zu meiner Zeit, ihr habt keine Videos oder überhaupt einen Computer. Ihr habt da ja nicht, wie ich angefangen habe. Also ich musste wirklich in die Stadt fahren, zur Stadt. Bücherei mir, ja, wenn es, ich sag mal, Informatik darüber gab oder Infos darüber gab, ich sag mal, danach suchen, lesen und wie gesagt, alles experimentelle Reinigung, Restaurierung an Granatsplittern, an Knöpfen, also an allen Gegenständen, die keinen zu hohen Wert
darstellen, auch keinen geschichtlichen Wert darstellen. Also das rate ich euch auch. Also fangt klein an, nehmt euch irgendwas und lasst euch Zeit und wirklich bemüht euch. Hinterher seid auch froh, wenn so ein Objekt, so wie ich es jetzt hier habe, hinterher richtig in einem tadellosen Zustand ist. Und ihr habt das in der Vitrine liegen, ihr habt viele, viele Jahre Freude daran, genauso wie andere Menschen, denen das vielleicht hinterlasst oder vielleicht auch dem Amt hinterlasst. Ja, dann bitte ich euch, fragt vor beim Amt nach, wo ihr ja gemeldet seid, ob ihr überhaupt die Funde restaurieren, reinigen dürft vorab. Also wie gesagt, ich darf es, wenn ihr die Funde dann wiederbekommt, dann macht es, wenn das dürft, oder macht es vor. Also ich würde vorher abklären, ob er dürft. Ich würde es dann lieber vormachen, weil wenn ihr solche Sachen zum Amt gibt, die liegen ja mehrere Monate, eventuell auch Jahre da. Ich habe schon Funde gehabt, die lagen schon oder die lagen beim Amt 2 bis 3 Jahre. Und ja, da könnt ihr euch ja vorstellen, wenn die total ausgetrocknet wiederkommen, was dann passiert. Also dann ist die Bronze meistens abgeplatzt, abgebröckelt. Und so, wenn er das so abhebt, dann gibt er dann einen konservierten Zustand ab. Und dann ist das natürlich in Ordnung, wenn er es wieder bekommt. Ja, an dieser Stelle möchte ich nochmal meinen Sponsor, den Jochen Reifenrath von www.abenteuer-schatzsuche.de grüßen. Auch hier bei solchen Videos steht er mir zur Seite. Ja, ich grüße nochmal zum Schluss meine ganzen Abonnenten, Fans, wenn man so sagen darf. Ja, ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns bei einem nächsten Reinigungsvideo wieder oder bei einem Suchervideo, wie auch immer. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Restaurieren, beim Reinigen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Und noch zum Schluss nochmal die Bitte, kauft euch vernünftiges Reinigungswerkzeug, vernünftiges Reinigungsutensilien auch. Wie gesagt, ein vernünftiges Stereoskop. Es muss natürlich keine tausende Euro kosten, aber es muss schon eine vernünftige Auflösung haben. Vernünftige Skalpelle. Habt auch vernünftiges Versiegelungswachs da, um das zu versiegeln. Und wie ihr sagt, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Also bis dann. Tschüss, euer Markus.